Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Beauty-Tipp-Video. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist nicht meine Mutter die Stimme, sondern ich. Mal schauen mal, wie es wird. Also, wir fangen mal an. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Erstmal die Haare zusammen machen, sonst fallen die uns ja dann ins Gesicht. Hier haben wir dann erstmal zwei Produkte und noch eine Tube. Das erste ist anscheinend gut und das zweite auch. Dann erstmal auf die Hand schmieren, ein bisschen verrühren und dann ins Gesicht. Sowas wie Fingerfarben für Erwachsene. So, dann haben wir hier so einen kleinen flauschigen Schwamm. Damit verteilen wir das Ganze und brauchen dafür natürlich einen Spiegel. Sonst sehen wir ja nicht, was wir da eigentlich so machen. Wichtig dabei, den Hals nicht zu vergessen und das Lächeln in die Kamera. Kommen wir nun zum Pudern. Hierfür streichen wir den Pinsel in den Farbkasten und tupfen ihn ins Gesicht. Auch den Hals natürlich nicht vergessen und wir merken, dass wir wieder einkaufen müssen. So, dann nehmen wir die Reste und tupfen weiter. Das Gesicht und die Augen natürlich. So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Puder. Hierfür malen wir uns dann einen Balken ins Gesicht und vergessen natürlich die Ränder nicht zu verstreichen. Ein Duckface ist dafür natürlich nötig. Dann nochmal die Ränder und zum fünften Mal die Ränder, bis wir dann zum zweiten Puder kommen. Der macht dann natürlich den Unterschied, wie man hier auch gerade sehen kann. Also deutlich zu erkennen hier. Das gleiche macht man dann auch da auf der zweiten Wange. Natürlich alles schön verstreichen und keine Stelle auslassen. So, dann haben wir hier so eine Art Faber-Castell-Kasten und nehmen eben eine dieser Farben und streichen sie über das Gesicht bzw. die Wangen und die Oberlippe. Man erkennt hierbei noch keinen Unterschied. Das wird sich aber wahrscheinlich auch nicht ändern. Dann eben auch noch die Augen mit dieser ominösen Farbe bestreichen. Hierbei ist natürlich auch wieder keine Stelle freizulassen, sonst würde das natürlich auffallen. Jetzt eine weitere Farbe aus dem Kasten. Diesen werde ich natürlich unten in der Infobox verlinken. Wie man hier jetzt schon sieht, ist er eben sehr praktisch, um seine Augenlider zu betonen. Das sticht natürlich ins Auge. So, nach diesem ultra schlechten Wortwitz geht es dann auch schon weiter. Wir verteilen jetzt diese Farben, die wir eben aufgetragen haben. Und nun setzen wir eine weitere Farbe unter den Augenbrauen, um diese eben hervorzuheben, denke ich mal. Dann nehmen wir wieder dieses flauschige etwas und verteilen noch etwas. Dann haben wir hier ein dünnes Edding und malen jetzt die Augenbrauen an. Das macht man natürlich immer und dafür eignet sich der Edding natürlich am besten, da dieser eben auch wasserfest ist. So, man fährt da eben mehrfach drüber, bis man eben keinen Unterschied mehr bemerkt. So, und jetzt einen kurzen Augenblick. Man ist unscharf. Gut gemacht, Mama. Also, man würde jetzt hier natürlich erkennen, dass man hier einen leichten Strich über den Wimpern setzt. Und das eben auf beiden Seiten. Kurze Kontrolle. Und da passt was nicht. So, dann sieht man eben hier zwei verschiedene Stifte, die man entlang der Wimpern entlang fährt.
damit diese ein gewisses Volumen erhalten. Hierbei dreht man den Stift an, damit die Wimpern eben schön aussehen. Die Härchen unten unter dem Auge darf man natürlich auch nicht vergessen. So, man fährt, rollt und macht das eben. So, dann kommt man eben hier zu einem farbigen Labello, den man sehr vorsichtig auf seinen Lippen aufträgt. Natürlich wird hierbei nicht gespart und natürlich die untere Lippe nicht vergessen. Mal eine kleine Geschmacksprobe. Schmeckt anscheinend richtig gut. Der Farbe zu urteilen, Erdbeere oder Kirsche, man weiß es nicht. Passt natürlich perfekt zum Pullover. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der auch so gut schmeckt, aber anscheinend schon. So, die Haare kann man dann wieder öffnen. Dann fährt man sich nochmal mit der Hand durch die Haare. Und ja, wenn das nicht hilft, dann benutzt man eben nochmal einen Kamm. Und wenn man dann noch gut drauf ist, trällert man ein Ständchen. Ich bin jetzt mal noch gespannt, wie lange das jetzt noch geht, aber ich glaube fast, wir sind fertig. So, meine Lieben, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ihr wisst, abonnieren ist kostenlos und dann sehen wir uns eben auch bald wieder.